So, und da geht's gleich los mit den neuen Schlömpels. Huch, da sind sie ja. Das sieht echt aus wie so ein Superhelden-Team. Vor allen Dingen hier der verrückte Professor und hier der Superhelden-Daddy und hier Adolf ist einfach Adolf und Schanuckimund, die Verführungskünstlerin. Und jetzt heißt es erstmal, den Schlömpels ein Heim zu bauen. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht. Sims 3 ist bei mir ja schon so ewig her und ich weiß gar nicht mehr, wie das alles ging und ich krieg sowas hier, kriege ich auf gar keinen Fall hin, ne? Also wir bauen den Schlömpis jetzt erstmal einfach irgendeine ganz miese, kleine, kitschige, billige Absteige. Und das reicht dann auch schon. Diagonalen Raum erstellen, eine Wand erstellen. Ich fange mal an mit einem diagonalen, oder? Ja, doch. So, wir müssen hier natürlich den... Obwohl, das Grundstück ist gar nicht so klein. Wir müssen den Platz nicht unbedingt so ausnutzen. Okay, hier haben wir vom Mülleimer sind hier zwei... Ich mache das mal mit dem normalen Wandtool. Das ist, glaube ich, einfacher für Symmetriepfosten wie mich. Huh? Ah, ist ja ganz ungewohnt. Moment, also hier ist der Mülleimer. Dahin und dahin. So, das nehmen wir jetzt mal als mittleren Ausgangspunkt. Und jetzt mache ich mal noch einen dahin und noch einen. Also, wenn ich sage einen, meine ich natürlich zwei dahin. So, ich probiere jetzt mal nur auf die Schnelle hier was hinzuzaubern, weil wir jetzt so ewig lange schon mit der Kreation, also mit dem Charaktereditor rumgefisselt haben. Was machen wir denn hier Schönes? Mache ich jetzt hier oder mache ich da? Ne, mache ich mal hier, damit wir den Platz ein bisschen optimaler nutzen. Hallo, mach doch mal gerade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich hoffe, das wird nicht zu teuer. Und hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, sind wir nicht ganz auf der Mitte, ne? Da müssten wir vielleicht noch, wie, da mal noch einen Platz, jawohl. Müssten wir jetzt theoretisch noch einen nach rechts rutschen, aber ich glaube, ich lasse das einfach so, ne? Komm, scheiß der Hund mal drauf. Jetzt machen wir hier einfach irgendeinen Scheiß. So. Und so. Ich hoffe nur, wir werden nicht zu groß. Das wird alles so teuer. Ich will auch hier keine Villa bauen, aber das sieht jetzt schon so groß aus irgendwie. Pass mal auf, ich mach das mal so. Ich mach hier einfach erstmal ganz spartanisch, ne? Also hier seht ihr schon, wie spartanisch das ist. Und jetzt bräuchte ich theoretisch noch hier so einen kleinen Mini-Anbau. Ich glaube, das mache ich mal. Da mache ich mal einfach hier sowas hin. Mit Keller und so kenne ich mich noch gar nicht aus. Deswegen machen wir einfach hier sowas hin. So, ne? Das müsste eigentlich schon... Da haben wir eins, zwei, da. Ja, das müsste gehen. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Kohle übrig, um auf den Putz zu hauen. Jetzt mache ich mal Folgendes. Ich ziehe mal die Wände ein nach oben. Wie war denn das nochmal? Hier, ne? Da so Wände einblenden. Und dann würde ich sagen, jetzt machen wir erstmal eine schmucke Tapete dran. Wie gesagt, erstmal alles ganz easy, ganz billo. Was nehmen wir denn für ein Tapetchen? Machen wir hier die Außenfassade oder was? Oder machen wir hier Mauereinstellungen? Wollen wir das Ganze mauern? Ja, das ist doch da. So wohnen die Schlömpels auf jeden Fall. Haben wir hier nicht irgendwas Dreckiges, Abgefucktes? Ja, sowas zum Beispiel. Obwohl, na, will ich nicht machen. Das sind jetzt nicht die Mega-Assi-Schlömpels. Ach komm, das nehme ich hier einfach mal. So, scheiß mal der Hund drauf. Ich mache das jetzt einfach mal ganz einfach. Ist das überhaupt richtig so oder muss... Ist das ein Zweiteiler? Damit zieht man es in die Länge und das schließt es ab, ne? Ach du Scheiße. Dann mache ich das mal so. Also, alles ganz billig, ne? Seht ihr ja schon. So, das kommt dahin. Dahin und dahin. Und dann habe ich da noch das vergessen. So. Ach so, und natürlich dann da das noch hin. Okay.
Okay, jetzt haben wir da noch den Nebenbau. Da machen wir am besten mal was ganz Modernes. Da hätte ich gerne irgendwas richtig Stylisches, wo man denkt, oh, alter Schwede, hier wohnt ja der König von Frankreich. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Haben wir denn da nicht irgendwie was Schöneres? Ich guck hier mal ein bisschen durch. Ja, das sieht doch schon mal super aus hier. Komm, nehmen wir das einfach mal. Wie gesagt, alles schön spartanisch. Jetzt müssen wir hier natürlich auch noch Wände ziehen hier drinnen. Aber vorher, glaube ich, gönnen wir uns mal eine Eingangstür und ein paar Fenster. Eine Tür brauchen wir in der Zweierbreite. 570, das ist so teuer. 335, was denn hier mit? Schiebetüren. Eine Schiebetür ist natürlich keine Eingangstür. Das kann man ja so nicht unbedingt verkaufen, oder? Ich probiere das gerade mal. Guck ich mal gerade, wie sieht das aus? Das ist keine richtige Eingangstür. Das hier ist eine Industrietür, die passt auch nicht so recht. Fenster, ne, Bögen sollen Feuer stellen. Super. Warte mal, eine Glücklichtür. Nachhaltige Ultratür und mal gucken, können wir die vielleicht nehmen in Weiß? Nee, können wir wohl nicht. Ich möchte gerne mal was probieren, pass mal auf. Obwohl, die sieht auch nicht so nach draußen Tür aus. Ich habe das Gefühl, die sind alle nicht so nach, nehmen wir mal die hier, ne? Ja, die nehmen wir jetzt einfach, die passt da ganz gut zu. Jetzt muss ich nochmal ganz schnell gucken, geht das hier mit? Jo. Und dann mache ich hier nämlich so. Und dann mache ich hier nämlich so. Was ist denn da schiefgelaufen? Habe ich das jetzt... Willst du mich verarschen? Was machst du denn da? So ist doch schon besser. Und jetzt bräuchte ich für die Tür einfach einen normalen Hintergrund. Oder wir lassen das einfach so und das sieht keiner. Das geht natürlich auch. Aber ich glaube, naja, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen es leider so lassen. Ist ja auch egal. Das sind so Feinheiten. Mit denen können wir uns gerne später beschäftigen. Jetzt erstmal hier schön ein bisschen Kette geben. Teppich, Stein, Mauerboden. Stein. Haben wir hier vielleicht irgendwas Kiesiges? So, ach Mensch, die Schlömpels wohnen ja schon gut, wa? Ich frage mich nur, ob das dann hinhaut mit, ne, und so. Also mit der Kohle und so. So, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir denn hier? Die Fenster fand ich immer toll, die riesigen, durchsichtigen. Aber können wir alles noch nicht machen, weil wir hier noch ganz arme Schlömpelinos sind. Da müssen wir auf jeden Fall den Gürtel erstmal ein bisschen enger schnallen. Hier, so ein Drive-Thru wäre doch super. Pommes dazu. Jetzt gucke ich mal, nehmen wir mal das Fenster hier und das machen wir da hinten auch. Hier könnten wir es eigentlich auch machen. Das sieht dann ein bisschen aus wie Knast. Das kann ja nicht so falsch sein. Oder machen wir mal, oder machen wir nicht. Nee, lasse ich erstmal. Da mache ich dann vielleicht Lampen dran, so Außenlampen. Und natürlich jetzt noch Säulen hier. Ich glaube nicht. Größe 3, ach. Ach so, ach, da kann man rausführen. Ja, das ist auf jeden Fall, ne? Also das ist ja dann unser Endziel sozusagen. Oder hier sowas. Schon angemessen, würde ich sagen. Schon angemessen. So, jetzt brauchen wir aber noch weitere Fenster. Ich bleib mal dem Stil treu. Mache ich das jetzt hier hin. Dann hätten wir da eins. Und da hätten wir dann eine Lücke. Müsste ich hier eins machen und da eins. Oder wir nehmen einzelne Fenster hier. Das wären die, ne? Haben wir die vielleicht in Weiß? Moment. Da, lalalala. Nehmen wir die da. Sieht völlig anders aus als die anderen. Zumindest von der Farbe her. Naja. Raumaufteilung ist ja ein ganz großes Thema. Und dessen werden wir uns jetzt mal so gleich befleißigen. Mal schauen. Ich weiß, also ich kann nichts versprechen, ne? Ich habe keine Ahnung, was das hier wird. Ich ziehe hier nochmal ein Wändchen rein. Und das ziehen wir mal bis zur anderen Wand durch.
Zap. Und da würde ich jetzt gerne mal schnell den Boden angleichen. Wie geht denn das? Hallo, Boden. Boden, Boden, Boden. Da ist ja das Dingens Gelände begradigen. Zack. So, jetzt folgendes. Jetzt würde ich gerne hier... Wir haben 4 Leute, die wir unterbringen müssen. Das heißt, wir brauchen 4 Schlafzimmer. Boah, das wird schon ein bisschen hart, ne? Also jetzt eigentlich nicht, weil das Haus groß genug ist, aber ich baue ja auch gerne großzügig. Und jetzt müssen wir uns mal was einfallen lassen. Pass mal auf, ich mache erstmal hier die Garage fertig, weil damit habe ich ja auch was Besonderes vor. Da kriegt das Ding nochmal eine Tür, hier irgend so eine schrunzige am besten. Was haben wir denn da? Hier sowas hier. Ah ne, ist eine Zweiertür, die ist ja jetzt nicht symmetrisch. Moment, Moment, Moment. Taffe Tür. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Das trifft ja genau den Geschmack. Eigentlich gar kein bisschen, aber naja. Ah ne, erstmal ein Fenster, damit man auch den Boden richtig sieht. Ich, wie gesagt, ich versuche mich ein bisschen zu beeilen. Hier so ein schönes Gartenfenster vom Gartenhäuschen. So, sieht eigentlich mehr aus wie ein Klofenster. Insofern ist es ja eigentlich fast schon gerechtfertigt. So. Aber ich habe das Gefühl, das Ding lässt gar keine Helligkeit durch. Kann das sein? Ah, außerdem nervt das Geräusch. Ich nehme das mal... Hä? Hä? Was? So, ich nehme das mal ganz kurz wieder raus. Ja, jetzt nimm das doch mal... Da und da. Na, jetzt da. Mann, 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 Mann. Nur Stümper. So, haben wir dann hier vielleicht sowas hier, so ein altes Klofenster. Geht natürlich auch. 2 links, 2 rechts. Das ist dann schon wieder symmetrisch. Zack. Und das Ganze gerne nochmal da hinten. Und jetzt brauchen wir noch was richtig Flottes für den Boden. Hier so Fliesen vielleicht. Sieht scheiße aus. Könnte man also machen. Oder haben wir hier irgendwie Stroh oder irgendwas? Was ist das denn hier? Pflastersteine im Boden. Sieht aus wie Pickel. Metall. Ach, Metall. Haben wir denn hier so? Metall geht natürlich auch immer. Das ist immer gern gesehen. Ja, machen wir mal so. Das sieht doch schon mal schnuckelig aus. Und jetzt die Tapete, da müssen wir mal gucken, da müssen wir uns was Besonderes einfallen lassen. Fliese, Tapete. Haben wir denn da nicht was Schönes? La, 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 la. Fliese, Täfelung, Mauern, Felsen und Stein, Mauereinstellung. Was, Mauereinstellung? Ach, das ja, das war ja das genau. Fliese, Täfelung. Ich nehme mal eine Tapete und dann probiere ich mal was aus. Ich nehme mal hier diese super Blümchen-Tapete. Was ist das denn? Sind das... Ach, Cowboys. Ja, Cowboys gehen natürlich auch. Pass mal auf, ich nehme mal die Cowboys und dann gucke ich mal, ob man da vielleicht... Erstelle einen Stil. Da können wir uns doch jetzt selber einen Stil machen, ne? Das wollte ich ja die ganze Zeit mal probieren. Das habe ich bei Sims auch noch nie gemacht, mir hier selber Tapeten zurechtzumalern. Was können wir denn da alles Schönes machen? Da haben wir hier die Cowboy-Tapete. Ach, und hier mit Tieren drauf. Das ist ja auch schön. Haben wir denn hier nicht irgendwie, oder sowas vielleicht? Mit Fischen? Nee, das sieht mir zu krass aus. Das ist auch zu krass. Ich schau mal. Oh, ich glaube, das hier könnte gehen. Nee, nee, doch nicht. Das ist natürlich schon sehr hübsch, aber ich glaube, ich bleibe dann doch lieber... wo war das jetzt? Wo war das jetzt? Das hier waren die Tiere. Was haben wir hier für Tiere? Ich glaube, ich nehme mal die großen Tiere. Da bleiben wir einfach dabei. Ist natürlich hier unser super, super duper Haus. Das sieht man sofort. Und da würde ich mal sagen... Oh, Moment, jetzt... Hahaha, Auge tränt. Hahaha, es ist schon 4 Uhr morgens. Oder 3 Uhr morgens. Ne, 3 Uhr morgens ist gerade. Ja, mache ich extra mal schnell die Aufnahme.